Masria ist in Gefahr. Und damit sie nicht gelöscht wird, müssen wir sie retten. Dann machen wir schnell auf dem Weg dorthin. Kommen, brauchen wir einen Transporter. Also müssen wir zu einem Transporter hin, der uns weiterbringt. Programme. Aber der geht weg. Die Notiz mit. Ach, Gesundheit, sehr wichtig. Alles schade. Jetzt mal versuchen, ob ich jetzt mit dem Visionsstab ausschalten kann. Oh, 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 oh. Okay, wie geht's es? Machen wir auf die klassische Variante. Oh, so können wir auch Kopftreffer verpassen. Bauen wir drei. Alles dran. Nickung. Oh, ein Goldviren-Scanner. Den nehmen wir doch gerne. Schauen, komm schon. Na bitte, haben wir schon zwei goldene Subroutinen. Auf. Ausführung von Fluchtroutinen abbrechen. Aua, 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 aua. Ah. Aua. Was war das denn? Ich habe hier ist da alles drauf gegangen. So, vielleicht schalten wir doch erstmal den da oben aus. Nicht zertifiziertes Programm. Ah. Wow, wow, wow. So, der hat uns auch schon gesehen. Ah, zu spät. Ach, wisst ihr was, das laden wir nochmal. Und da oben auch noch zwei rum. Kaputt. Also, trotzdem nochmal versuchen, ob ich den Präzisionsstab kaputt machen kann. Möglicherweise gar nicht die Datentrümmer von denen. Ja, ein bisschen ärgerlich. Ah! Noch einer! Und noch so ein dicker. Weg. So, war's das jetzt? Da hinten ist noch. Ganz nicht bemerkt. Bin da. Nein! Eben, verdammt. Halt doch mal still. Wenigstens weg. So, hätten wir dann jetzt mal ein bisschen Ruhe. Die Daten drüber sind eh weg. Könnte ich erstmal hier aufladen gehen.
Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ich habe Tron habe ich auch nur einmal durchgespielt. Aber ich glaube, es gibt dann später eine Routine, mit der man seine Gesundheit reagieren kann. Natürlich dann wiederum auf Kosten der Energie. Warte, da ist ja noch einer. Ich glaube, so war es. Was? Jetzt sind mit einem Schuss kaputt gegangen. So gut, aber jetzt haben wir erstmal Ruhe. Genehmigung und Spotting. Virenscan haben wir jetzt das Beste, was geht. Ein Schild haben wir noch. Zweiergenehmigung haben wir schon. Was macht denn der? So, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Subroutine korrumpiert wird, verringert sich. Verstehe. Wenn halt eine Subroutine korrumpiert ist, dass das nicht so schnell auf andere sich überträgt. Überhaupt, dass sie nicht so schnell korrumpiert werden. Wachsignale abschalten. So, was gibt's denn hier noch alles zu entdecken? Kommen wir uns irgendwie hoch. Gesundheit. Meine E-Mail. Kaufangebot vom CEO von FCON an Gibbs Junior. In Kürze sollte ein Kurier bei Ihnen eintreffen mit meinem letzten Angebot. Ich hoffe, die Bedingungen unseres Vertrages sind für Sie so in Ordnung. Fusion unserer beiden Firmen wird der Grundstein für eine erfolgreichere Zukunft für uns alle. Bitte sehen Sie die ganze Sache als Neuanfang und nicht etwa als Versagen Ihrerseits. Vorstandsvorsitzender Future Control Industries. Naja. Wenn man mit viel Geld abgespeist wurde, da kann man uns durchaus als Neuanfang sehen. Wenn man ruhig bleibt. Können wir uns noch nicht mal anhören und dann sehen wir uns hier noch weiter. Verbinde mit IO-Raster. Jet, wie ist dein Status? Ich bin in der Datenblock-Kompression. Wo bist du? Ich bin an Bord eines Transporters und rekonfiguriere gerade seine Routing-Instruktion. Um uns zu Masria zu bringen? Ja, aber bevor du an Bord gehst, musst du erst die Mooming-Apps freigeben. Solange die aktiv sind, kommen wir nirgendwo hin. Knoten deaktiviert. Ja, dann müssen wir das halt auch noch machen. Mooring-Apps. Insgesamt 3 Mooring-Apps halten den Transporter in der Bucht. Alle 3 Mooring-Apps müssen freigegeben sein, bevor der Transporter das Terminal verlassen kann. Der Kontrollschalter, der ein Mooring-App freigibt, kann nur aktiviert werden, wenn das erforderliche Genehmigungsset vorhanden ist. Da steckt mal die Genehmigung, finden wir auch noch alle. So, was haben wir denn? Da oben ist Update-Notiz. Lassen wir uns auf jeden Fall irgendwie da hoch. Könnte man da oben auch lang laufen? Dann müsste ich wohl auf diese Blöcke rauf. Da kommen welche raus. Dann hier runter. Ja, gleich mal auf welche rauf. Nochmal schnell. Den hier. So, fahren die jetzt da rein. Oh, ne, achso, der fährt hoch. Auch gut. Aber der fährt jetzt auch nicht hier rein.
Aber... Uiuiui. Eine Optimierungssoftware. Bleib hier. So, was verbessern wir? Ich warte mal erstmal noch. Auch noch eine Subroutine. Einfach da mal, was dort drin ist. Nicht, dass ich das jetzt verschenke. Nein, nein, nein! Ah, verdammt! Ja. Test auf den hier rauf. Der fällt ja dann hoch. Geht dann dort rein. Nein. Häng ich hier fest. Kommt hier noch einer? Jetzt wird gar keine Musik mehr gespielt. Ah, jetzt kommt's wieder. Bitte jetzt bitte mal hier einen Block vorbeikommen. Der fährt jetzt wieder hoch. Warum denn nicht? Na, von denen vielleicht? Einer von euch bitte hier hoch. Okay. Zum Glück sind wir nicht zerquetscht worden. Jetzt. Das gibt's doch nicht. Ja, laden wir wieder neu. Das ist aber wirklich. Ein Pixel zu hoch abgesprungen und man ist sofort tot. Man leidet halt nicht irgendwie Fallschaden, sondern man ist einfach sofort tot. Ja, finde ich nicht so toll. So. Drinne. Ach, nehmen wir den nächsten. Der fährt da lang. Ja. Ach, die Sprungpassagen sind aber auch tricky. Vielleicht. Nimm das mal raus. Vielleicht ein bisschen kontrollierter springen. Komme ich hier jetzt auf?
Puh. Uiuiuiui. Unbekannte Subroutine. Wieder eine Kampfsubroutine. Spannend, was das ist. Okay, ich brauche wieder einen White Jump. Ich habe den auch deshalb lieber rausgenommen, weil ich sonst ein bisschen unkontrolliert hoch immer springe. Sequenzer-Diskus. Diskuswaffe, die mehrere Scheiben miteinander abfeuert. Ja, okay. Okay. Ich denke mal, wird noch beweisen. Ja, aber was verbessern wir denn jetzt? Hier ein Block, der weiterfährt und nicht darunter. Also irgendwas muss ich ja jetzt verbessern. So ganz ungenutzt lassen kann ich das ja auch nicht. Verdammt! Jetzt kann ich dachte, fährt weiter. Jetzt sind wir wieder hier. Irgendwie nach rein. Jetzt hier hoch. So. Update-Notiz. Die Musik schon wieder weg. Nämlich eigentlich, wenn die hier runterfahren, auch wieder hier hoch. Wieder da rein. Du dann nächsten kommt wieder hoch. Dann noch einmal rum. Das gibt's doch nicht. Gleich den hier. Und mal wieder raus. Da war das jetzt schon wieder ein zu hoher Sprung einfach. Ich will mir ja schnell speichern. Uiuiui. Wieder knapp.
Und da müssen wir jetzt Optimierungssoftware. Gelbe ist der, der geradeaus weiterfährt. Nein! Ach, warum fährt er denn jetzt weg? Ach, die fahren dann da noch rein. Ah, warum ist er denn jetzt durchgesprungen? Ja, längerer Aufenthalt hier als eigentlich vorgesehen. Dann kann ich ja hier das White Ramp einbauen. Ich dann darüber springen. So, also was optimieren wir jetzt? Hier noch was auf Gold oder bringe ich hier was auf Beta? Ich bin ja doch eher geneigt, hier die Panzerung erst zu optimieren. Zurück erstmal nicht. Ja, ich optimiere erstmal weiter in die Panzerung. Kann ich bei Bedarf alles rausnehmen und neu verteilen und. Das heißt, da müssen wir jetzt nochmal so rum. Ein Block, der da lang fährt, oder? Ach, nee, Quatsch. Ach, ich hätte jetzt auch den nehmen können. Egal, wir nehmen jetzt dich hier. Also, wie kommen wir jetzt eigentlich hier runter? Achso, ja, da hinten wieder. Ach, also wieder. Ach! Ah, und da muss ich My Jump wieder rausnehmen. Einfach schon wieder zu hohe Sprünge. Dann hier einmal komplett wieder da lang, dann nach hinten und dann mit dem Block nach unten. Einige von den Wegen hätte ich mir jetzt glaube ich auch sparen können. Uiuiui. So, hier brauchen wir es wieder. Okay, hier nach unten und dann kann man endlich da unten weitergehen. So, sind wir mit diesem Abschnitt endlich fertig. Ah, danke. Nimmer wiedersehen. Und kämpfen zur Abwechslung.
wir schon. Ah, brauchen wir noch Genehmigung. War ja was. So hoch? Los. Nichts. Also auch schon aufpassen. Und von da oben, also von den dritten Blöcken hier runterzufallen, endet auch schon wieder tödlich. Aua, aua, aua. Oh, Ruhe bitte. Jetzt ja. So doch. Achso, weil der Block im Weg war, deswegen kann ich auch springen, ja. So, haben wir so. Nein, geht nicht. Sobald es dann geht, immer schön Wachsignal abschalten. Hier noch 5er Genehmigungen. Aufangebot von Gibbs Junior an den CEO. Ich glaube, in den wichtigsten Punkten sind wir uns einig. Ich werde morgen von meinen Anwälten einen Vertrag aufsetzen. Junior Senior Executive. Der scheint wohl alles unter Dach und Fach dann gebracht zu werden mit dem Kauf. Innehmen kann man noch nicht. Aufangebot von Alan Bradley an Gibbs Junior. Ich möchte nicht respektlos erscheinen, aber ich bin seit mehr als 20 Jahren in dieser Firma. Ich bin sicher, Ihr Vater wäre über die momentane Lage der Firma alles andere als glücklich. Bitte überlegen Sie sich den Verkauf der Firma noch einmal. Ja, ich weiß, die Wirtschaftslage ist derzeit alles andere als rosig. Aber ja, ich glaube schon, dass wir mit unseren vielversprechenden neuen Technologien die Firma in altem Glanz wieder auferstehen lassen könnten, sobald wir die ganzen kleinen Programmfehler rausgekitzelt haben, natürlich. Hey, du holst keine Verstärkung. Ah, jetzt da auch noch einer. Ah, komm. Oh, war jetzt auch schon wieder knapp. Immer noch eine Genehmigung. Was Gesundheit. Sollten wir vorläufig alle genehmigen. Kann ich jetzt auch noch die eine E-Mail dann davon?
Kaufangebot. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie schrecklich ich mich wegen der momentanen Geschäftslage der Firma fühle. Ich übernehme die volle Verantwortung dafür. Leider ist in Anbetracht der Umstände ein Verkauf der Firma die einzige Lösung. Ich freue mich nur, dass FCON so wild darauf ist, unsere Firma zu kaufen und auch bereit ist, den geforderten Preis dafür zu zahlen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich in dieser Angelegenheit keine andere Wahl habe. Ja. Blablabla. Keine andere Wahl habe. Ein CEO. Naja, war denn die Firmensituation so schrecklich? Ich glaube, so hat man davon gar nichts weiter mitbekommen. Ich kann es bestimmt nicht. Schon. Müsste ich die eine Klammer lösen können? Ja, Nummer 1. Dann Nummer 2. Ah! Das oder sind die doch welche? Na, scheint es gewesen zu sein. Nochmal ein Bordtransport, das geht da drüben. Warum nicht hier? Ich glaube bestimmt nochmal ein paar Wächterprogramme kaputt machen. Einfach einmal schon auf den Kopf zielen. Auch in der digitalen Welt sind Kopfschüsse tödlich. So. Aber erstmal mache ich eine kleine Pause. Und dann geht's weiter.